Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Trains in World 3D, denn ich spiele das. Und zwar werden wir heute ein kleines Vorbereitungsszenario spielen auf das, was dann praktisch, oder womit das nächste Szenario dann weitermacht. Und zwar werden wir heute einen Güterzug zusammenstellen, und zwar ein paar Wagen zu abholen aus Freiberg, Sachsen. Wir werden ein paar Haplinswagen ankuppeln, um sich auf die Weiterfahrt vorzubereiten. Das wird heute unser Auftrag sein. Und ich würde sagen, wir beginnen am diesen 13. Mai. Ja, ich glaube, wir sind soweit abfahrbereit. Natürlich noch die Spitzenlichter auf weiß stellen. Genau, so, jetzt haben wir es. Bezugssicherungssysteme brauchen wir ja nicht. Wir haben übrigens noch Rot, das klären wir mal kurz ab. Es befindet sich ein Zug auf dem Abschnitt. Gut, dann warten wir. Und da hinten fährt er wahrscheinlich. Ja, da seht ihr die Goslo G6 bzw. Foslo G6. Sie davon fährt. Auch eine wunderschöne Güterzuglok, muss man wirklich sagen. Fällt mir sehr. Vielleicht wird es davon auch mal wieder ein Szenario geben. Schauen wir mal. So, wir dürfen fahren. Wir haben grün. Dann werden wir das tun. Die Bremse lösen. Und langsam aufschalten. So, wie gesagt, Zug. Sicherungssysteme lasse ich jetzt einfach mal weg. Das war jetzt weniger gut, aber ja. So, während da noch ein abgestellter RE steht, abgebügelt. So, wir sollen da vorne anhalten. Das werden wir auf jeden Fall tun. Wie gesagt, dies ist ein kleines Vorbereitungsszenario. Das nächste Szenario im Fahrplanmodus macht dann hier genau weiter an der Stelle, wo wir dann hier aufhören. So. Na, dann werden wir mal den auf rückwärts stellen. Das werden wir mal so machen. So. Lösen die Bremse. Dann haben wir. Oh. Junge Maria, das wäre beinahe schief gegangen. Ich habe ja noch rot. Okay, wir dürfen. Das wäre beinahe schief gegangen. Man sollte auch vorher auf die Signale schauen. Sind dann unsere Waggons. An die wir anzukuppeln haben. So, wir machen jetzt gleich mal richtig professionell, so wie es sich eigentlich gehört. Und zwar
steigen wir wieder in unsere Führerkabine. Machen. Geh mal auf neutral. Und zwar haben wir jetzt die abgebügelt. Denn so muss es eigentlich sein, dass man die Stromabnehmer senkt, bevor man ankuppelt. Und genau das haben wir jetzt getan. So, dann. Ach, ich habe einen Fehler gemacht. Ah! Und ich weiß auch welchen. Ich bin viel zu weit weg noch. Egal, dann machen wir es halt nochmal. Natürlich. Muss ja viel näher ranstehen, sonst hat es ja keinen Wert. So. Sonst hat es ja keinen Wert. Oh, seht mal. Das ist doch auch schön. Die ist am Rangieren der KI. Auch nicht schlecht. Mega geil. So. So, ein bisschen können wir noch. Boah, die hat ganz schön zu ziehen. Seht euch das an. So, jetzt aber. Das heißt, wir machen den auf neutral. Stromabnehmer senken. Endschalter aus. Dann werden wir uns nach draußen begeben. So, die ist abgebügelt. Dann werden wir kuppeln. So, das haben wir erreicht. Warten, bis sich das hier registriert hat. Ah, damit ist die Aufgabe beendet. Ja, dann habe ich ihn ja richtig abgebügelt. Dann passt es ja. Wir haben Gold erreicht. Wie gesagt, das war ein ganz kleines Szenario. Muss auch mal sein. Wie gesagt, das ist eine kleine Vorbereitung auf das eigentliche Szenario im Fahrplanmodus, mit dem wir dann diese Wagen, die wir jetzt angekuppelt haben, weiterfahren werden. Bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss. Ich hoffe, dieses kleine, hübsche Szenario hat euch gefallen. Es müssen nicht immer die großen, langen Szenarien sein. Ich finde sowas, finde ich auch mal schön. In der Kürze liegt die Würze. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ciao, servus und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Meine Pizza ist, glaube ich, gleich auch fertig. Insofern hat sich das gelohnt. Macht's gut, haut rein. Habt einen schönen Abend, schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Ciao, servus und tschüss. Euer der Danny Spieters. Bye, bye.